Willkommen zurück hier bei InGames, wo sich Spiele wie zu Hause fühlen. Wir spielen immer noch The Legend of Zelda, The Wind Waker in der HD-Edition. Wir sammeln noch eine schöne Tingle-Flasche ein und werden jetzt alle drei Triforce-Karten, die uns Tingle so vorgegeben hat, suchen. Und dazu werden wir uns erstmal nach da drüben begeben, denn hier sind werden wir die erste finden. Und ihr seht schon, da sind mehrere Kanonenschiffe. Und die geht es jetzt, denen wird es jetzt an den Kragen gehen, hoffentlich, wenn ich gut zielen kann. Komm schon. Irgendwie klappt das gerade nicht. So. Erledigt. Danke. Na, lässt du wohl. Darum geht's ja, dass hier... So, erledigt. Und da werden Schätze frei auf einmal. Aber die interessieren mich jetzt eher drittrangig. Ich will dieses Ding hier killen. Erledigt! So, und jetzt fahren wir hier hin. Und, nein, nicht. Ich wollte den Schatz bergen hier. Nein, kein Schatz. Hier nochmal. Jawohl, wir haben ihn. Schatz Nummer 1. Beinhaltet. Ja, die Triforce-Karte gefunden. Leider ist sie verschüttet und du musst sie dir erst von jemandem entschlüsseln lassen, um sie zu lesen. Macht nichts, das kann... jetzt wollte ich schon sagen, Tingle-Tangle. Nee, Tingle kann das ganz gut, soweit ich weiß. Der nimmt nur schon Schweinegeld dafür. Das ist echt erstaunlich. So, hier war noch das andere Schiff. Was hat das zu offenbaren? Hm, 100 Rubine, gar nicht mal so schlecht. Das brauchen wir auf jeden Fall für das Entschlüsseln der Karte. Und da hinten ist noch eins. Ich glaube, wir sind ein bisschen zu weit gefahren. Ja, dachte ich mir auch gerade. Jetzt aber. Jawohl. Nur 50 Rubine. Naja, macht nichts. Dann gehen wir zurück auf die Karte. Jetzt müssen wir hier hinfahren. Mhm. Und ich weiß nur nicht, wo wir jetzt hier lang müssen. Ich würde mal sagen, da vorne ist eine Insel. Könnte das die sein? Müsste die sein. Ich habe sonst nichts anderes. Oh, da hinten ist ein Fisch. Den sehe ich von hier. Der kriegt erstmal Fischfutter. Ich habe nur noch eins. Ich habe da noch eins. Und hier schon wieder ein... Was ist das hier? Schon wieder ein Schiff? Ich weiß, das mit den Triforce habe ich auf jeden Fall bei Wind Waker damals bei Gamecube sein gelassen. Oder habe ich verdrängt? Das war... mochte ich überhaupt nicht. Okay, ist eine runde Insel. Und schon mal was vom Piraten-Captain Dreyfus gehört, Jüngchen? Jedenfalls soll seine Schatzkarte hier in dieser Festung versteckt sein. Dürfte aber nicht leicht an sie heranzukommen. Das wäre soweit von mir. Jo, dann werden wir auch hier mal hinkommen. Wenn er eine Schatzkarte hat, dann wird die bestimmt vom Triforce handeln. So wie ich das kenne. Und dann sperrt mir ein Schiff doch den Weg. Kann doch gar nicht sein. Mach Platz. Danke. Ich will hier nur durch. Lass mich einfach durch. Okay. Wow. Also von außen sieht das bestimmt nicht so geräumig aus, wie es hier drin in Wirklichkeit ist. Haben wir hier eine Fee?
Was? Ja, so. Also anderen 8 Triforce-Splitter? Ich hab da noch nicht mal einen. Mein Schwert leuchtet auch, seitdem ich das aktiviert habe, so komisch. Ja, noch ein paar Rubine brauche ich ja alle. Noch ein paar Herzen, die wurden mir auch genommen, Freunde in der Schlacht. Und jetzt. Nee, warte, Moment. So war das. Mein Gott, das Lied des Windes. Und zack, ich wusste gar nicht, dass Captain Dreifuß was mit der Dings zu tun hat, mit der königlichen Familie und dem Triforce. Muss wohl ein guter Pirat gewesen sein. Tada, und Triforce-Karte gefunden. Ja, ist mir klar. Ja, das Windsymbol. Was ich mich jetzt nur gerade frage, ich guck nochmal. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, wir haben wirklich 5 Triforces mit dem Geisterschiff, die wir so haben, und 3 Karten. Und das sind die 8 Triforce-Dinger, die er meinte. Ach, das ist doch ein Betrug. Hier drin funktioniert kein Segel. Ich weiß, das ist eine Höhle, aber ich habe doch das Power-Segel. Gemeinheit. Und jetzt müssen wir auf jeden Fall hier weg. Zum einen habe ich keine Lust, hier gegen die Dinger zu kämpfen. Und zum anderen müssen wir nach hier unten. Denn wenn die eine Insel das nicht war mit den Möwen, dann müsste das die nächste sein. Weil ich hatte mir gemerkt, dass einer am Rand was mit Möwen zu tun hatte. Ich meine, dann wäre das die hier gewesen. Ah ja, und wie gesagt, damals das Internet noch nicht so weit verbreitet. Nicht jeder hatte Internet. Und was auch noch so ein bisschen unschön war. Hallo, jetzt schwimmt das Ding weg. Rote Leuenkönig, der haut ab. Bleibst du hier? Hallo. Danke. Meine Güte. Und man durfte sich echt dumm und dämlich suchen, bis man alle Splitter gefunden hat. Ich weiß, dass ich mit einem sehr guten Freund da teilweise, ja, Harakiri gegangen bin, weil das so, ja, schön, dass du dich jetzt amüsierst. Ich kaufe noch eine dritte zur Vorsicht. Mein Gott, das ist so teuer hier bei dir. Ja, gern geschehen. Ich habe schon 22 VIP-Punkte. Jetzt halt nicht, die Tasche ist voll. Juhu, ich kann noch was kaufen. Komm, noch einmal, dann habe ich 25. Ach komm, dann wenigstens Bomben. Die kosten mir zu viel. Na, dann lassen wir das. Muss ich noch 6 Sachen bei ihm kaufen, aber ich denke, das kriegt man noch irgendwann hin. Roter Leuenkönig? Achso, wir sind wieder hier. Ah, das ist mal ein netter Service, der bringt mich dahin, wo ich will. Und nee, wir waren schon richtig. Dahin fahren wir jetzt. Das müsste die Insel da hinten sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Hm, nehmen wir mal. Dann einmal. Moment. Hier, das hier einmal auswählen. Und dann den Fisch wieder füttern, der hier ist. Das mit dem Geisterschiff wird sowieso noch so ein Horrorakt werden. Tingelkarte, Tingelflasche einsammeln. Na, ah, dran vorbei. So. Ja, ich sehe den Fisch. Ich sehe 3 Tingelflaschen auch noch rumirren. Das brauche ich nicht. So, jetzt erstmal den Fisch hier erledigen. Hat hier Captain Dreifuß schon wieder was liegen lassen? Ei, Captain. Hey, Jungchen! Ich weiß Bescheid über dich. Du hättest die Region gerne auf deiner Seekarte. Und noch Informationen. Ja, warum auch nicht? Eine Greifenhorst-Insel, so sieht die auch ein bisschen aus. Jungchen, schon mal was vom goldenen Dreifuß gehört? War wohl irgendein Piratenkapitän. Jedenfalls soll seine Schatzkarte hier auf dieser Insel versteckt sein.
Stellt sich nur die Frage, wo? Tja, ein Sprichwort, das ich gerade erfunden habe, besagt, weiß der Fisch nicht weiter, nicht verzagen, einfach die, mal die Möwen fragen. Das war's soweit von mir. Tja, dann war ich hier auf der richtigen Insel. Das habe ich vorher ein bisschen falsch interpretiert. Komm, fahren wir mal nach da hinten. Da muss ich auch irgendwie hoch kommen können. Ja, komme ich auch. Das ist sogar ein Briefkasten. Scheint ja interessant zu sein. Das ist auf jeden Fall so ein Greifhaken. Aber jetzt erstmal hier. Na, muss ja nicht unbedingt mit Feuer sein, ne? Treffer. Treffer. Ja, der hat nichts getroffen. Na, ich wollte definitiv nicht das machen. Ich will ihn treffen da oben. Diesen blöden Vogel, ey. Wieso treffe ich den denn nicht? Sag mal. Wie viele Pfeile willst du denn noch haben? Ich greife den da oben nicht. Wieso treffe ich den denn nicht? Kommen meine Pfeile nicht bis dahin oder was? Komm, lassen wir es gut sein. Bevor ich hier alle meine Pfeile verschwendet habe, bitte einmal die Möwenfrucht. Und jetzt einmal hier hochfliegen, damit ich einmal sehen kann, was hier auf der Insel ist. Nö, hier komme ich weder hoch noch sonst irgendwas. Okay, Schalter 1 wird hier aktiviert. Na, Schalter 1 wurde eiskalt verfehlt. Wie auch immer ich das geschafft habe. Ach, kommst du wohl? Hallo, ich will den Schalter da treffen. Irgendwie wird das gerade nichts. Hallo, wieso fliege ich denn immer höher? Ich will noch runter. Ich drücke doch gar nicht auf Fliegen. So, aktiviert, geht doch. Ach, das ist jetzt schon wieder hier daneben. So, hier ist noch ein Schalter. Ach, den habe ich schon wieder verpennt. So, aktiviert. Da ist noch einer. Da schreien mir zu viele von diesen goldenen Viechern da. Ja, da ist so ein Vogel, den habe ich noch nicht gesehen, glaube ich. Deswegen, okay, ich kümmere mich erstmal um den da oben. Na, ich wollte den Schalter doch aktivieren. Bist du wohl weg? So, Schalter ist aktiviert. Jetzt geh weg. Geh bitte weg. Weg, 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 weg. Da ist noch so ein Schalter. Na komm, aktivieren. Nein, wieso hast du den nicht aktiviert? Warum hast du den nicht aktiviert? Na, jetzt darf ich noch so eine Pupperfrucht verwenden, ey. Nächste Möwe, bitte einmal ankommen. Gut, die anderen Schalter sind noch aktiviert. Da muss ich nur den da oben. Komm, hoch, 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 hoch. Aber nicht zu weit hoch. Du sollst den Schalter da aktivieren. Scheiß Möwe hier. Aktivier doch. Jawohl. Ich bedanke mich. Das reicht mir schon. Geht's hier hinab. Hm, ich
schon wieder dieser Kapitän Reifuß. Moment, erstmal die Kisten hier leeren. Ja, war doch klar, so ein Pirat hat doch massig Mäuse. Aber viel zu viele Einser. War das damals viel mehr wert oder hat da einfach eine Farbe grün gemocht? Komm. So, noch eine Triforce-Karte gefunden. Ist mir klar, dass sie verschlüsselt ist, aber darum geht's mir jetzt gerade gar nicht. Auf zum Roten Leuenkönig. Wir müssen jetzt die Karten dringend dekodieren lassen von Tingle. Wo ist er denn? Da ist er. Oh, keiner schreibt mir mehr in letzter Zeit. Komisch. Also, wo ist Tingle? Tingle, Portemonnaie, Tingle-Insel. Da. Ja, einfach geradeaus, da ist er ja schon. Ich hoffe, der ist nicht ganz so teuer, wie ich vermute. Sonst habe ich nicht genug Rubine dabei. Ich weiß, damals musste man fast 4000 Rubine ausgeben. Aber da waren das auch mehr Karten, glaube ich. So, Herr Fee, ich habe dich vermisst. Was wollen wir spielen? Was wollen wir spielen? Hä? Du willst gar nicht spielen? Ui, dieser alte nostalgische Duft. Sag bloß, du hast eine Karte gefunden. Famos, Famos, zeig her, du hast... Also, kannst du die Karte nicht lesen? Soll ich sie dafür entschlüsseln? Macht 398 Rubine. Verdammt, der ist aber... Tingle, Tingle, mehr und dann lies diese Karte in meine Hand. Du hast die Karte entschlüsselt, dass du, du weißt jetzt, wo du den Türversplitter finden kannst. Ja, das machen wir. Soll ich dir noch eine Karte entschlüsseln? Ja, mach. Tingle, Tingle, Meer und Sand. Die liest die Karte in meiner Hand. Sehr schön. Machst du das bitte mit der anderen auch noch? Tingle, Tingle. Mel und Sand, lies die Karte in meiner Hand. Jawohl! Da haben wir alle drei entschlüsselt. Puh, Herr Fee, streng dich an und finde den Schatz. Wähle in der Seekarte. Ja, ja, ich weiß nicht, wie man eine Seekarte liest. Das ist ja hier. Das Wilf erwartet ihr eigentlich von mir. Aber was wir noch machen werden ist. Moment. Ich guck mal, Geisterschiffkarte. Okay, ich weiß jetzt, wo die ist. Aber, Moment. Mein roter Leuenkönig ist weg, der ist er ja. Ich will noch vorher einmal nach Portemonnaie, dann gibt es nämlich noch etwas, was ich holen will. Ja, bitte. Portemonnaie ist einmal hier. Und vor allen Dingen denke ich mal, dass ich dann ich persönlich für den heutigen Tag danach das Ganze beenden werde. Ich habe jetzt, ich glaube, 13 Parts an einem Stück aufgenommen. Für euch ein bisschen gemein, weil ihr braucht ja mehrere Tage, bis ihr die alle gesehen habt. Beziehungsweise bis sie erstmal freigeschaltet sind und dann die gesehen habt. Aber naja, ich muss sie ja irgendwie aufnehmen und vor allen Dingen, ich möchte euch ja wieder mehrere Parts zeigen. Ich habe das... vor 12 Parts irgendwann mal gesagt, dass ich ja jetzt aktiver sein werde und deswegen habe ich direkt erstmal ein paar am Stück aufgenommen. Dieser magische Tanz, mit dem man den Tag zur Nacht und Nacht zum Tag machen kann. Die Schritte weiß ich, aber der Rhythmus will mir einfach nicht mehr einfallen. Moment, ich habe den Taktstock. Cha-cha-cha-bum, cha-cha-cha-bum, oh ja! Genau, das ist der Rhythmus. Na, dann kann's ja losgehen. Yeah. Yeah.
Okay, rechts, links, unten. Du hast den kleinen Tag- und Nachtmusik erlernt. Wundervoll, ich kann mich wieder klar daran erinnern. Also dann, es werde Tag. Aber wie kann das sein? Wieso tut sich denn rein gar nichts? Wieso denn nur? Frage ich mich gerade auch. Habe ich das falsch gemacht? Jetzt tut sich was. Wunderbar, wir haben es wieder Tag. Ist zwar ein bisschen jetzt hinderlich, weil wir die Triforce-Teile so, das Geisterschiff gar nicht finden können. Aber das haben wir auch in dem Sinne gar nicht so nötig. Ich gucke nochmal auf der Wahnsinnskarte. Also, wir haben 1... 2, das liegt ja irgendwie ganz am Rand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8? Ach, verdammt. Jetzt hat er mir sogar die Triforce-Teile eingezeichnet, die ich in der Karte finden kann. Okay, das ist natürlich jetzt ein bisschen ungünstig. Also ich habe die Triforce-Teile schon alle abgehakt. Das ist so. Aber ansonsten... Nee, damit komme ich nicht weiter. Ich habe keine Installation. Ach, schade, dass ich das nicht rüberbringen kann. Na toll, so will ich das nicht rüberbringen. Ja, scheint irgendwie nicht ganz so zu funktionieren, wie ich gehofft habe. Auf jeden Fall haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Hier sind 5, 6, 7 und beim 8. ist das Geisterschiff. Und das heißt, wir müssen die auf jeden Fall holen. Und ich denke mal, wir werden dann anfangen, die im nächsten Part zu machen. Ich habe ja schon bereits erzählt, dass ich das vorhabe, versuchen in einem Part. Wobei das mit dem Geisterschiff und mit noch einem Ort wird ein bisschen schwierig, weil das ist ziemlich langwierig. Aber ich versuche, die anderen Sachen in einen Part unterzubringen. Oder zumindest versuche ich es. Ich hoffe, es gelingt mir. Wie dem auch sei, ich hoffe... Dieser Part von The Legend of Zelda Wind Waker HD hat euch soweit gefallen. Ihr schaltet auch beim nächsten Part wieder ein, denn es wird so langsam immer mehr spannender. Also danke fürs Zusehen und bis dahin.